Liebe Schüler und Studenten, werte Eltern, werte Kollegen aus dem Unterrichtswesen Ostbelgiens. Mein Name ist Henri Lennartz. Ich habe an der Universität Lüttich mathematische Wissenschaften studiert und unterrichte diese seit 1986. Seit 1992 am César-Franck-Athenäum in Chemnitz. Als Beitrag zur Lehrerberufsaufwertung und als Einblick in den realistischen Lehrerberuf möchte ich Ihnen, euch, hier gerne meine Tätigkeit als Mathematiklehrer am César-Franck-Athenäum Chemnitz vorstellen. Viele Leute denken, der Lehrer erhält irgendwann ein Diplom und unterrichtet jahrelang dasselbe erlangte Wissen. Die zwei Hauptgründe, diesen Beruf zu ergreifen, sind der Juli und der August. Der Lehrer nimmt langweiligerweise jedes Schuljahr denselben Stoff durch und geht dann irgendwann ausgebrannt in Rente. Ich möchte hier zeigen, dass die Wirklichkeit etwas anders aussieht. Das erste große Diplom, das der Mensch im Leben erhält, das ist das Abschlussdiplom der Primarschule. Meins sieht so aus. Es gibt verschiedenartige Diplome, die der angehende Lehrer sich erarbeiten muss. Zuerst einmal muss er natürlich das Abitur bestehen. Da erhält er ein Diplom. Meins sieht so aus. Früher musste man eine zusätzliche Prüfung machen, um höhere Studien antreten zu dürfen. Man nannte das die Reifeprüfung. Auch dazu erhielt man ein Diplom. Das Primarschullehrerdiplom kann man zum Beispiel an der Autonomen Hochschule in Eupen erlangen. Durch das Bachelor-Diplom mit Lehrbefähigung, das man zum Beispiel in Lüttich erlangen kann, ist man berechtigt, in den drei ersten Klassen der Sekundarschule zu unterrichten. Mein Bachelor-Diplom sieht so aus. Ein sehr großes Papier. Durch das Masterdiplom mit Lehrbefähigung, das man zum Beispiel in Lüttich erlangen kann, ist man berechtigt, in den drei höheren Klassen der Sekundarschule zu unterrichten. Mein Masterdiplom sieht so aus. Wieder so ein riesiges Papier. Und zur Lehrbefähigung erhält man ein separates Diplom und das sieht so aus. Um befugt zu sein, in der DG zu unterrichten, muss man ein Zeugnis über die gründliche Kenntnis der deutschen Sprache vorzeigen können, das man vor dem Sprachenprüfungsausschuss des Ministeriums der deutschsprachigen Gemeinschaft erwerben kann. Meins sieht so aus. Schwerpunkte meiner Aufgaben als Lehrer sind im Grundlagendekret vom 31. August 1998 verankert. Mit Absicht habe ich den Text nicht abgeändert. Der Auftrag eines jeden Mitglieds des Lehrpersonals umfasst vor allem folgende Aufgaben: den Unterrichtsauftrag, das heißt die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Unterrichtsstunden und der anderen pädagogischen Aktivitäten in Anwendung des Lehrplans, der heute für die DG,
Rahmenplan heißt. Zweitens, den Erziehungsauftrag, das heißt die regelmäßige und persönliche Betreuung des Schülers und die Entwicklung seines Verantwortungsbewusstseins. Drittens, die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Viertens, die Teilnahme an pädagogischen Konferenzen. Fünftens, die Teilnahme an Personalversammlungen, Versammlungen des Klassenrates und Koordinationsversammlungen. Sechstens, Aufsichten und Vertretungen. Siebtens, die Organisation von Elternkontakten und die Teilnahme an Elternsprechstunden. Achtens, die Mitwirkung bei der internen und externen Evaluation. Neuntens, die Zusammenarbeit mit den psychomedizinisch-sozialen Zentren, früher PMS genannt, heute Kaleido genannt. Zehntens, die Leitung einer Klasse und die Durchführung der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben wie das Verfassen von Berichten und Zeugnissen. Elftens, die Gestaltung eines Stoffverteilungsplanes. Das hat sich mittlerweile entwickelt zum Erstellen eines Fachcurriculums und eines Arbeitsplanes. Zwölftens, die Führung eines Lehrertagebuches. Das kann auch digital geführt werden. Dreizehntens, die Verbesserung von Schülerarbeit und die regelmäßige Bewertung der Schüler. Vierzehntens, die Aufgaben, die dazu beitragen, das Schulprojekt zu verwirklichen. In jeder Sekundarschule Ostbelgiens gibt es 3 Stufen von jeweils 2 Studienjahren. Die Klassen 1 und 2 werden als Beobachtungsstufe bezeichnet, die Klassen 3 und 4 als Orientierungsstufe und die Klassen 5 und 6 als Bestimmungsstufe. In den Sekundarschulen Ostbelgiens gibt es 3 Unterrichtsformen. Es gibt den allgemeinbildenden Unterricht, den technischen Unterricht und den berufsbildenden Unterricht. Nach 35 Jahren Berufserfahrung habe ich mir erlaubt, 12 goldene Regeln zu einer guten Zusammenarbeit mit Schülern aufzustellen. Erstens, im Vorfeld klare Arbeitsregeln festlegen und den Schülern mitteilen. Zweitens, gut strukturierte, rahmenplankonforme Unterrichtsunterlagen für die Schüler vorbereiten. Drittens, vorbildlich und gut organisiert arbeiten. Viertens, vielfältige Unterrichtsmethoden und technische Mittel einsetzen. Fünftens, im Vorfeld ein gerechtes und transparentes Bewertungssystem schriftlich erläutern. Sechstens, den Schülern bei guten Leistungen, aber auch bei kleineren Fortschritten loben. Siebtens, falls nötig, Durchsetzungsvermögen und Autorität an den Tag legen. Achtens, die Schüler zu selbstgesteuertem Lernen und eigenverantwortlichem Arbeiten heranführen und motivieren. Neuntens, die Schüler in Kleingruppen arbeiten lassen, um Teamgeist zu fördern, so dass jeder seine Stärken entfalten kann. Zehntens, gegebenenfalls Einzelgespräche führen und Verständnis für den Schüler zeigen. Gemeinsam eine Lösung finden. Elftens, nicht zögern, mit pädagogischem Geschick und viel Fingerspitzengefühl
Nachteile auszugleichen, aber so, dass bei Mitschülern kein Neid entsteht. Und die wichtigste, 12. Regel, der Mensch steht immer im Vordergrund. Wenn die Schüler mit ihrem Lehrer zufrieden sind, so zollen sie ihm Respekt und zeigen sich auch erkenntlich. Noch gestern nach der Zeugnisvergabe durfte ich die wunderbare Bemerkung hören, ohne sie hätte ich das nie geschafft. 2 andere Schüler kamen gestern zu mir, ebenfalls nach der Zeugnisvergabe, und sagten mir, ich zitiere, vielen Dank dafür, dass Sie sich immer so für uns einsetzen. Schüler schicken auch Karten oder schreiben Karten, wie zum Beispiel diese hier, und schreiben dann auch ein Liebeswörtchen dabei. Hier noch so ein Beispiel. Oder auch hier. Schüler schicken aber auch schon mal gemeinsam eine Karte. Oder überreichen mir auch solche Karten und unterschreiben dann alle. Es gibt sogar Schüler, die haben mir Urkunden ausgestellt, wie zum Beispiel diese hier. Man kann es nicht mehr gut lesen, aber darauf steht Urkunde für den kreativsten Lehrer. Oder auch diese schöne Urkunde hier, die die Schüler unterschrieben haben, darauf steht Urkunde für den Lehrer mit der besten Idee zur Motivation. Welch eine schöne Urkunde! Am Ende eines Schuljahres habe ich mich riesig gefreut, als die Abiturienten mir dieses Plakat überreichten, in dem sie sich bei mir für meine Arbeit bedankten. Sie haben hier ihr eigenes Foto, hatten aber in Mathematikerporträts ihr eigenes Gesicht eingebaut, haben dann hier sämtliche Sprüche eingetragen, die ich so von mir lasse während des Unterrichts, und haben sogar hier gedacht an den Frittentüten-Lehrsatz, so nenne ich gerne den Satz des Tages. Das war wirklich eine Riesenaktion der Abiturienten, die mich damals sehr, sehr gefreut hat und die mich heute immer noch sehr freut. Jedem Lehrer Ostbelgiens bieten sich viele Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel an der Autonomen Hochschule in Eupen. Nach jeder Teilnahme erhält man dort solch eine Bescheinigung. Oder auch so. Hier ein drittes Beispiel. Am Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es ebenfalls Weiterbildungsmöglichkeiten. Und dort erhält man ebenfalls nach jeder Teilnahme solch eine Bescheinigung. Hier ein zweites Beispiel dafür. Natürlich hat der Lehrer auch die Möglichkeit, ein Weiterbildungsinstitut zu besuchen, das man im Volksmund Abendschule nennt. Und nach jeder Teilnahme erhält man da ebenfalls solch ein Zertifikat, solch eine Bescheinigung. Diese Teilnahmen dauern natürlich ein ganzes Schuljahr. Das waren lauter Bescheinigungen, die mir ausgestellt wurden. Man wird auch regelmäßig von Universitäten eingeladen, wie zum Beispiel die RWTH Aachen oder auch die Universität Lüttich. Nach solchen Tagungen erhält man keine Bescheinigung, aber man kann vieles von dem, was man dort erfahren und gelernt hat, im eigenen Unterricht einbauen. Selbstverständlich hat jeder Lehrer auch die Möglichkeit, sich autodidaktisch weiterzubilden, zum Beispiel durch Lektüre oder Recherchen im Internet. Andere Aspekte der Lehrertätigkeit sind zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Dazu sollte man einander respektieren,
Man kann miteinander und voneinander lernen. Man sollte eine Kultur des Teilens entwickeln. Und man soll auch an Fachteamtreffen teilnehmen. Alle Absprachen mit Fachkollegen werden im sogenannten Fachcurriculum festgehalten. Ein weiterer Aspekt ist die Zusammenarbeit mit der Direktion. Dazu sollte man die Dienstmitteilungen befolgen, Ratschläge annehmen bzw. besprechen. Die Direktion stellt einem zeitweiligen Lehrer einen Beurteilungsbericht aus. Früher sah der so aus. Vorder- und Rückseite. Heute sieht der Beurteilungsbericht eher so aus. Der Schulleiter kann einem ernannten Lehrer ebenfalls einen Bericht ausstellen. Dieser heißt dann Bewertungsbericht. Einen solchen darf ein Lehrer auch anfragen. Hier zum Beispiel ein Bewertungsbericht, der mir ausgestellt wurde. Solch ein Bericht besteht dann aus mehreren Seiten. Das ist Seite 2. Hier haben wir Seite 3. Und auf der vierten Seite wird dann eine Gesamtbemerkung eingegeben und auch eine Gesamtbewertung eingetragen. Ein weiterer Aspekt der Lehrertätigkeit ist die Zusammenarbeit mit der Inspektion. Dazu sollte man Gespräche suchen, Ratschläge annehmen bzw. besprechen und die Inspektion stellt ebenfalls einen Bericht aus. Früher sah solch ein Bericht so aus, mit einer Rückseite und einer Gesamtbewertung. Mein Fazit: Der Lehrerberuf ist anspruchsvoll, aber überwiegend interessant, sehr vielseitig und außerordentlich spannend. Mein persönlicher Tipp an die Schüler: Erlerne einen Beruf, der dir Spaß machen wird und du brauchst dein ganzes Leben lang nicht zu arbeiten. In diesem Sinne werde ich in einigen Jahren nach einem erfüllten Berufsleben ausgeglichen in Rente gehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mathematiklehrer und Fachteamleiter Henri Lennartz.